Wetter.at lässt Sie nicht im Regen stehen. Das beste Wetter für Ihren Ort. Jede Stunde. 9 Tage im Voraus. Und alle Unwetterwarnungen. Wetter.at. Ihr Wetter für jeden Ort. Auch als App. Wetter.at. Das Wetter präsentiert Ihnen. Wetter.at. Das Wetter verleitet einen ja dazu, dass man lieber Frühlingsgedichte aufsagen möchte, als irgendwie Weihnachtslieder singen. Unsere Wettercamps zeigen da Biber, wir in Tirol. Und dann schauen wir auch noch nach Westendorf in Tirol. Und wie man sehen kann, das Wetter ist dort auch sehr mild. Es ist zwar ein bisschen bewölkt, aber ansonsten sollte uns das nicht weiter stören. Denn es gibt ja auch immer wieder ein paar Sonnenfenster, die sich da im Laufe des Tages dann doch auftun. Aber wie man hier noch sehen kann, sattgrüne Wiesen. Also dann doch irgendwie lässt der Schnee dann noch auf sich warten. Obwohl Winterreifenpflicht nicht vergessen, nicht wahr? Das ist dann nämlich dann doch schon so weit, das sollte man dann doch schon geregelt bekommen haben. Südlich von Island dreht noch immer ein Tief seine Kreise. Also wir schauen da jetzt nach Europa. Dichte Regen- und Gewitterwolken erfassen den Westen Europas. Bei uns hingegen, da ist es relativ mild mit angenehmen Temperaturen. Es gibt allerdings einiges an Wolken und stellenweise auch Nebel am Vormittag. Da kann es im Westen dann doch etwas regnen. Aber Sonne gibt es vor allem im Bergland und im Süden. Also eine kleine Wanderung, wie Marcel Schachinger das eben machen möchte am Wochenende, ist da definitiv dann doch drinnen. Und damit schauen wir mal, was tut sich da im Westen in den nächsten 24 Stunden. Es ist ein Mix aus Sonne und Wolken. Die liefern sich wie immer und auch in den nächsten Tagen noch einen Schlagabtausch. Das wird dann auch immer so bleiben. Also da oben ist es wenigstens ein bisschen herbstlich, da unten temperaturtechnisch eher weniger. Wie man sehen kann, wir liegen dabei um die 12 Grad, heute zumindest, aber auch in den nächsten Tagen. Da verläuft es temperaturtechnisch recht angenehm. Wir liegen da eben heute bei 20 Grad und wir machen da so um diesen Dreh dann auch weiter. Also so richtig frösteln tut's uns da noch nicht. Im Osten, wie sehen wir da aus? Auch da eben dasselbe Spiel von den Temperaturen. Durchaus sehr angenehm, nur eben immer ein Wechselspiel zwischen Sonne und Wolken. Und damit kommen wir jetzt zu Breaking News.